Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live Ticker mit Christoph Hansen. Die meisten von euch konnten diese Woche Masken ausgedeelt, weiß zu Lützeburg. Das ist wichtig, aber das könnte auch ziemlich spät, muss man feststellen. Für was könnte das spät? Aber weil man der tote Masken eigentlich nicht genug an Europa hatten, zu Lützeburg auch nicht, die gufen dann relativ spät bestellt, sind lo auch gekommen, eigentlich ist das tote schon ziemlich spät. Das war lo richtig mal die Lehren eigentlich draus zu ziehen, an dem was lo alles falsch gegangen ist. Für was haben wir diese Maske in Europa, für was gehen die hier nicht produziert? Das ist einerseits aus Kostengründen, mehr aber auch andererseits, wenn wir eigentlich den Besuch an den dritten Quantitäten nie hatten. Da muss man sich überlegen, also da nicht wichtig, dass man für die Zukunft, weil das heute noch eine Krise, der werden da auch rumkommen, dass man das Material genug stockiert hat. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass es an den beiden Medikamenten eigentlich Engpass ging. Und das kommt dadurch, weil wir da auch abhängig sind von Importationen. Viele von unseren Medikamenten, da steht zwar ein europäischer Name drauf, mehr Substanzen, die gebraucht werden, für die Medikamente zu produzieren, kommen bis zwischen 80% und 90% aus zwei Ländern, aus Indien und aus China. Das wird auch Kostengründe erlaubt, dass Medikamente auch so billig sind, wie sie heute können, angeboten gehen. Mehr, das weiß man natürlich, dass man extrem abhängig sind. Du dazu hast du noch kommen an der heutigen Krise, du haben ganz viele Länder an der Europäischen Union auch ein bisschen Kurzschlussreaktionen gemacht, weil sie nicht wussten genau, wie sie sollten auf die Krise reagieren. Sie haben einerseits Grenzen zugemacht, andererseits haben sie Exportrestriktionen für die dort Substanzen eigentlich festgelöst. Die können eine Länge mit der Substanz nicht machen. Die gehen aber bei einem anderen Platz in der Europäischen Union gebraucht, für Medikamente zu produzieren. Das sind restriktive Mesuren, die eigentlich die dritte Krise noch verschlimmert haben. Was können wir machen? Das sind eine ganz gute Sache, wo ich mal Fragen stellen. Und schon auch in dem Kontext eine Frage, eine Urgenzfrage und die Europäische Kommission gestellt, für notamment herauszufinden, erstens, als das tut, was verschiedene Mitgliedstaaten gemacht haben, indem sie die Grenzen zugemacht haben und auch verhindert haben, dass Produkte können über die Grenzen gehen, als sie überhaupt kompatibel mit dem EU-Recht sind. Ich denke, dass das nicht ist. Zweitens habe ich gefragt, was sie da gedacht für justement auch die Industrie an dem dritten Bereich in Europa zu stärken. Da muss man in die Recherche investieren. Wir müssen aber auch der Industrie eine Chance geben, die dritten Produkte auch in der Europäischen Union herzustellen. Ich will von der Kommission wissen, was sie konkret am Kopf hat, für die dritte Situation, ob man es ein bisschen etwas zu ändern. Und dann denke ich natürlich, wie ich gesagt habe, das ist wichtig, dass wir auch Stocken an der Europäischen Union anlegen. Wir brauchen eine gemeinsame Medizin- und Gesundheitspolitik in Europa, die wir im Moment nicht tun. Die haben wir auch nicht, weil die Insel 27 Mama-Staaten das nie so wollten. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Wir haben in anderen Bereichen haben wir gesehen und noch aus Krise gelehrt. Ich nenne es gemeinsame Agrarpolitik. Wir hatten nur im Zweiten Weltkrieg, hat man auch in der Europäischen Union ein großes Problem, dass eigentlich zu man Lebensmittel an der Europäischen Union produziert werden. Viele Leute haben damals nach Hunger gelitten, auch für die Produktion zu steuern, als die gemeinsame Agrarpolitik angefordert werden. Heute können wir auf ganz gut an günstig Lebensmittel an Europa zurückgreifen. Das hat bewiesen, dass das wichtig war, so eine gemeinsame Politik zu machen. Genauso etwas brauchen wir auch an der Gesundheitspolitik. Und dafür werde ich mich ersetzen. Diese Woche waren noch ein ganz anderes Hygiene ab heute zu Brüssel für mich ganz wichtig und hier auf der Agenda. Notamment hat man heute noch ein Meeting mit Michel Barnier, der, wie der wisst, der Chefverhandler für das Handelsaufkommen mit dem Vereinigten Königreich, mit den Briten aus. Sie hatte lorem endlich eine Verhandlungswoche, weil die zwei Seiten auch vom Coronavirus eigentlich erwischt gegriffen. Michel Barnier selber hatte Coronavirus, war du wenigstens auch ein paar Wochen out. Ob der andere, auf der britischen Seite oder auch hören, dass der Premier Johnson auch das Virus hat. Und das hat natürlich alles mehr schwer gestellt. Das ist ein anderes Dossier, du wirst ja in der nächsten Woche dann auch gerne hier zurückkommen. Ich sage euch merci für das Nulauschen und hoffe, dass ihr bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker, mit Christoph Hansen.